herzlich willkommen zurück zu Unturned. Wir sind wieder da beim Großprojekt und wieder mal mit 5 Mann Besetzung. Und ich fange hier gleich mal wieder an, das Holz wegzufarmen, weil ich will mein Haus immer noch vergrößern. Ich habe jetzt richtig viel Dünger, aber mir fehlt noch das ganze Holz und so, um auch einen Garten herzustellen. Und das will ich jetzt einfach mal in Angriff nehmen. Wobei, ich plündere jetzt erstmal das Militärlager. Das sollte eigentlich hilfreicher sein. Und außerdem sollte mir das noch ein paar gute Levelpunkte bringen. Seeds habe ich ja schon. Die werde ich dann überall noch einsammeln. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen in der Wiki eingelesen. Und dabei herausgefunden, dass aus dem Moldy-Zeug man ganz viele Samen rausholen kann. Die man dann eben auch anpflanzen kann. Auch wenn es eben verrottet ist, das Zeug. Au. Arschloch. Arschloch. Das tat jetzt weh. Na egal. Gut, ich muss dann noch dafür sorgen, dass ich richtig viel Eisen bekomme. Heißt, ich muss überall noch die Steine abfarmen. Aber das sollte ich eigentlich hinkriegen. Warte mal, ist mein Inventar wirklich schon so voll? Oh ja, das ist richtig voll. Na egal, kann ich ja mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Sinnvolles finde, wie zum Beispiel eine Spritze Morphin. Kann man immer gebrauchen. Hau ich mir erstmal eine Spritze rein. So, aus dem Wire mache ich jetzt erstmal anhand der Säge ein bisschen Barbed Wire. Hä? Ist der Server einfach schon wieder abgekackt? Hä? Na egal, wir werden es noch sehen, ob irgendwas hier falsch läuft. Am Ende ist es wieder so wie gestern und nichts funktioniert. Nee, das sollte eigentlich diesmal gut funktionieren. Hier sind immer noch meine Tresore mit dem ganzen Zeug drin. Die Civilian Bullets packe ich hier rein. Ach, ich habe ja noch 9 Scrap Metal. Heilige Scheiße. Ich habe ja noch richtig viel Zeug. So, aber wie gesagt, erstmal noch das Militärlager absuchen. Und jetzt geht's für mich bald ins Lager. Da freue ich mich schon richtig drauf. Frische Luft, Ruhe, kein Autolärm, keine Großstadt, einfach nur die schöne und fast unberührte Natur. Ah, oh, herrlich. Ich freue mich da schon so drauf. Yay! Wie ein kleines Kind. Und ich freue mich auch besonders darauf, wieder mal richtig mich austoben zu können. Weil in der Stadt ist das irgendwie bescheuert, wenn man da wie ein Irrer durch die Gegend rennt. Und irgendwelche Leute fängt bei Räuber- und Gendarmspielen. Und das geht auf der Fahrt in Burgruinen einfach richtig, richtig gut. Das ist dann richtig toll. In eine Burgruine rumstürmen wie ein Bekloppter und Leute fangen. Und sich verstecken. Das ist richtig lustig. Auch wenn man, wie ich in diesem Fall... Da fuck. So, da sind wir wieder. Anscheinend ist gerade im Ort, wo Lars und Julian wohnen, ein Gewitter am Durchziehen und dann war bei denen plötzlich gleichzeitig das Internet weg. Das war natürlich ganz begeisternd. Aber jetzt ist es einfach so. Wir sind nicht gestorben, wie wir befürchtet haben und haben dadurch alle unsere Sachen verloren. Da bin ich sehr froh drüber. Und wo ich vorhin gestoppt habe zu erzählen, dass es sehr interessant ist bei dem Lager, weil ich mal ebenso der Zweitälteste in dem ganzen Lager bin. Denn die beiden Aufsichtspersonen sind beide 18. Und ich bin etwas früher geboren als einer der beiden 18-Jährigen. Und ich bin ja auch 18. Heißt, 3 18-Jährige sind dabei und ich bin der Zweitälteste und bin kein Aufseher. Ich bin gerade mal Wölfling. Also es gibt die Ränge bei uns. Grüppling, Wölfling, Wolf, grauer Wolf, weißer Wolf. Und dann war's das. Und ich bin mal eben 18, also der Zweitälteste, und bin gerade mal Wölfling. Weil ich eben noch nicht allzu lange dabei bin. Naja, schon weit über ein Jahr, aber trotzdem ist nicht sehr lang. Und ich war auch wenig auf den Fahrten dabei. Das ist jetzt meine zweite Fahrt. Aber trotzdem, ich habe die Fahrten jetzt schon lieben gelernt. Vor allem die Gegend um den Bodensee ist einfach herrlich.
Das kann ich euch nur empfehlen, da mal hinzufahren. Wobei diese Folge rauskommt, wenn die Ferien schon lange vorbei sind. Das ist schon irgendwie doof. Die Folge kommt raus, wenn schon längst wieder Schule ist. Aber scheiß drauf, ich erzähle euch das jetzt. Nur um euch zu trollen. Naja, um ehrlich zu sein, ich werde das Lager dann garantiert total vermissen, sobald diese Folge online kommt. Naja. Ein Bett, das brauche ich auf jeden Fall. Und wo kommt der Fussel in meinem Mund her? Ich habe doch jetzt gar nichts mehr im Mund genommen oder so. Ich schmeiß mir mal die Antibiotikas rein. So. Hier sind überall Caltrops. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Naja, ich kann ja nochmal wiederkommen. Mein Haus ist ja direkt um die Ecke. Schade. Ich dachte, ich könnte mich mal anschleichen. Batsch. In your face, bitch. Dann die Leiter hoch. Noch mehr Caltrops und noch ein Colt. Bruchischer Bonisch. Ich gehe erstmal zurück zum Haus und baue dort dann weiter. Hallo, Zombie? Oh, ach da, irgendwo. Gotcha, Bitch. Ich habe nämlich jetzt auch noch vor, eine Garage zu bauen. Ich habe mir da auch die Baupläne wieder aufgeschrieben. Ah, da kommt ein Kriecher. Ach, hier ist noch eine Spritze Morphin. Brauche ich aber nicht. Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Stirb. So. Ist hier oben irgendwas Gutes? Außer Sandsäcken? Jo, ein B-Port. Her damit. Das nehme ich sofort an. Jetzt brauche ich nur noch etwas, was ich ablegen kann. Crafting. Ich brauche dieses Zweibein. Na, dann lege ich das ab und nehme das B-Pod mit. Weil, wenn ich das an die Timberwolf dran schraube und ich dann im Liegen schieße, dann ist die Zielgenauigkeit sowas von hoch, weil die dann einfach nicht mehr so zur Seite wegschwingen kann. Und ich glaube auch nach oben kaum noch wegschwingt. Yo, what the fuck? Der bringt hier immer so viele Freunde mit. Was soll der Mist? Der soll sich mal selbst um die kümmern. Immer irgendwo reinhauen. Irgendwas passiert schon. Alter, so eine richtige Blutspur. Könnte sie auch einfach in den Stacheldraht rennen lassen. Mann, ernsthaft, fast 200 Erfahrung. Kann ich jetzt erstmal wieder richtig rumskillen? Naja, nicht wirklich. Ich kann zwei Level aufsteigen. Naja, egal. Warum steht denn da jetzt ein Humvee? Ach, das ist deren Wagen. Na egal. Tür auf, rein, Tür wieder zu. So, wo? Da ist. Nee, das ist die Swiss Gun.
Habe ich den Timberwolf draußen in die Kiste gepackt? Ah ne, die habe ich oben in den Turm gepackt, glaube ich. Ich hoffe es. Oder? Ne, ich habe nur diese beiden Kisten hier unten. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube... Ich hoffe, die sind oben. Also die ist oben. Weil dann modifiziere ich das Ding gleich mal. Also schraub das Ding dran. Und dann mache ich mich daran, den Garten zu bauen. Dann baue ich erstmal noch ein paar Säulen und setze dann oben einen Garten drauf. Ja, da ist die Timberwolf. Wusa. Es muss nicht immer gleich alles verschwunden sein. So, und jetzt das Beepot dran. Hehe, jetzt ist das ein richtig geiles Scharfschützengewehr. Und ich glaube, an die Matamoris hänge ich dann den Laser dran. So, und rein da. Und an die Swiss Gun hänge ich dann... Oh nee, da ist ja schon der Angel's Grip dran. Also sollte es schon kein Problem mehr darstellen. So, und ich hänge da jetzt an mein Haus oben noch ein Stockwerk dran. Und dort kommt dann der Garten drauf, ganz oben drauf. Da kann er von keinem Zombie auch nur angeguckt werden. Von keinem. Na, okay. Dadurch, dass der Server jetzt dann nochmal neu gestartet wurde, sind auch die ganzen Bäume wieder da. Fällen, fällen, fällen. Voll, du Baum. Er wird fallen. Dö, dö, dö. Okay, runter mit der Krone. So, und hier drüben liegen noch Stöckchen. So, das sollte eigentlich an Holz wieder erstmal genügen. Die Garage werde ich dann hier drüben dran bauen. Ich weiß bloß nicht, ob ich sie in den ersten oder ins Erdgeschoss packe. Muss ich einfach mal gucken. Jetzt muss ich erstmal wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Säulen bauen. Das wird erstmal wieder schön viel Arbeit. Das waren Wooden Supports und Bretter. Jetzt lege ich erstmal ein bisschen Zeug ab. Drop. Drop, drop. Das hier verarbeite ich gleich mal. Bravo zum Beinbruch, du. Bravo. Ja, da liegt er. Okay, dann mache ich jetzt mal ein paar Stöcke, damit ich eben noch ein paar Wooden Supports machen kann. Die beiden haben mir übrigens auch schon erzählt, dass sie jetzt auch eine Säge gefunden haben. So. Kann sich ja jetzt da wieder ganz einfach runterstürzen, weil er hat ja schon einen Beinbruch. Ist ja gut, Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.